So, dann packen wir euch mit raus und wir schauen uns jetzt mal die Pflanze an. Und ja, eben, schauen wir mal raus, wie es so außen Ja, das ist die Pflanze, um die es sich heute handelt. Das ist Yucca filamentosa, die Gartenjucca. Und anhand dieser Aufnahme aus dem zeitigen Frühjahr sieht man, dass die Pflanze immer grün ist. Die Pflanze bildet einen Blattschopf mit sehr schmalen, lanzenförmigen Blättern, die einen scharfen Rand haben und auch recht spitz außen sind. Es ist also auch so eine kleine, ja, Gefahr, sich zu verletzen. Was erstaunlich ist bei der Yucca filamentosa, diese super tolle Blüte. Das sind glockenförmige Blüten in einer Rispe, sehr schönes Weiß, sehr strahlendes Weiß und es ist dann wirklich auch super schön anzusehen. Hier jetzt gerade auch im Gegenlicht ist es ja wirklich schön. Und es ist eine Solitärstaude, wächst hier jetzt an so einem Stein neben ein paar Gräser und dieses Gesamtbild ist sehr schön. Hier sieht man das Abgeblühte von der Yucca filamentosa. Hallo Gartenbaufreunde! Ja, das ist ein nasses Handtuch, es ist ultra warm und ja, ich habe einen Kern zwischen den Zähnen. Heute reden wir über die Besonderheit der Yucca filamentosa, der Gartenjucca. Und ich habe diese Pflanze hier reingenommen, weil sie ja gerade so geblüht hat, aber jetzt schon wieder fast vorbei ist und mir das eigentlich auch ziemlich gut gefallen hat. Und ja, die Gartenjucca ist eine Besonderheit, ist absolut keine 0815-Staude. Sie hat eine imposante Erscheinung, ist ein absoluter Eyecatcher und aber auch ein Platzhirsch. Denn die Yucca braucht so 1 Meter Breite, damit sie sich richtig entfalten kann. So ein Quadratmeter kann man schon fast sagen. Und die wird natürlich auch groß und ist eigentlich auch eine optimale Solitärstaude. Ja, denn der Blattschopf wird eigentlich nur 50 cm hoch, aber wenn dann die Blüte rauskommt, das kann dann mal 1,50 m hoch werden und ist dadurch wirklich ein absoluter Gerüstbildner, beziehungsweise halt auch ein wirklich was ins Auge sticht. Die Gartenjucca ist absolut winterhart und braucht meistens keinen Winterschutz, nur in absoluten Extremlagen, in irgendwelchen Kaltluftseen, Kaltluftkuhlen. Da ist es mal ratsam, auch so ein bisschen Winterschutz zu betreiben. Und die Gartenjucca zeigt uns die Vergänglichkeit des Lebens. Das kann man vergleichen mit dem Hanami in Japan, eigentlich nicht, aber ja, wenn die Pflanze irgendwann mal geblüht hat, und das tut sie meistens nach erst so 2, 3 Jahren, wenn sie sich gebildet hat, beziehungsweise wenn man sie gepflanzt hat, und sie blüht und dann stirbt sie. Ja, das ist zu vergleichen mit einer Bananenstaude, die blüht ja auch und hat dann die Früchte von der Banane, also die Bananen, und dann stirbt die einfach ab und macht dann Kindel. Ja, die Kindelbildung ist eben die vegetative Vermehrung dieser Pflanze und das kann man sogar noch verstärken, indem man das Verblühte abschneidet und das regt dann zu noch mehr oder deutlicheren Kindel an. Die Pflanze kommt aus dem südlichen Nordamerika und daran orientiert sich ganz klar der Standort. Der sollte sonnig sein und warm und heiß, kann auch so ein bisschen trocken sein. Aber wichtiger ist diese Durchlässigkeit des Bodens, dass der sandig, steinig, ja, schotterig ist und auch so ein bisschen kalkhaltig mag es die Pflanze. Und so muss dann eben auch dieser Standort sein, den wir hier im Garten anbieten. Und ich habe es ja schon gesagt, bei der Pflanze vergehen halt einfach 2 bis 3 Jahre, bis die zur Blüte kommt, wenn man sie sich kauft. Ja, und dann wirkt die aber, finde ich, schon sehr dekorativ. Das Laub wirkt halt so grasähnlich und dieses Stumpfgrüne, das wirkt schon sehr gut. Und das Highlight ist halt dann die Blüte und dann ist die Pflanze tot. Ja, das ist halt einfach diese Vergänglichkeit dieser wunderschönen Staude. Die Vermehrung von der Yucca filamentosa erfolgt dann eben auch über Teilung. Samen habe ich jetzt bei der Yucca filamentosa noch nicht bemerkt. Es kommt wohl nicht zur Fruchtbildung. Vielleicht gibt es hier nicht diesen Bestäuber der Pflanze. Es kommt auf jeden Fall nicht zur Fruchtbildung und dadurch ist Aussaat eigentlich unmöglich. Ist schon klar, wenn man keine Samen hat und so, ja. Es gibt von der Yucca einige Sorten, die haben aber wenig Relevanz. Ja, sind meistens qualitativ nicht so gut wie die Art. Die Art ist wirklich so eine Zwei-Sterne-Sache, die ist wirklich ausgezeichnet und wertvoll und die kann man schon mal auch pflanzen.
Die Sorten sind meistens Liebhabersorten. Dann kommen wir zur Verwendung aufgrund vom Standort, die die Pflanze braucht. Ist natürlich ein Steingarten optimal, ein Schotterbeet, ein Kiesbeet. Man kann sie aber auch in Töpfe pflanzen, in Kübel pflanzen. Man kann sie von einer Südseitenmauer pflanzen, wo es wirklich dann knallt und heiß ist und trocken ist. Und wirklich schön auch auf dem Südbalkon, hat halt auch so das gewisse mediterrane Flair. Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, wenn du die so gut findest, warum hast du die dann nicht in dein eigenes Kiesbett gepflanzt? Ja, diese Pflanze braucht einfach einen Meter Platz, Quadratmeter, und das Kiesbett ist bei mir relativ klein und deswegen ist es nicht bei mir drin. Lieber kleinere Sachen und dafür mehr und ein bisschen abwechslungsreicher. Ja, aber wenn man den Platz hat, Meter mal Meter, dann ist es optimal. Schön wirkt eben auch die Yucca filamentosa mit anderen trockenheitsverträglichen Partnern, Sedum, Iris, im Prinzip alle Kiesbeet- und Steingartenpflanzen. Jedoch muss man hier auch das Problem mit dem Platz sehen. Lieber größere Abstände wählen und nicht zu dicht pflanzen. Oh, ich kriege Kopfschmerzen, Leute. Ja, die kleine Zusammenfassung, die Yucca filamentosa als wirklich imposante Solitärstaude für trockene, absolut kiesige und steinige Ecken im Garten. Die uns auch die Vergänglichkeit des Lebens zeigt, denn wenn sie blüht und uns mit ihrer ganzen Pracht erfreut, dann ist es meistens ihr Ende, beziehungsweise ist ihr Ende. Jo, danke fürs Zuschauen, ich gucke jetzt weiter das Le Floyd Interview mit der Merkel. Hier sind die letzten paar Videos, da könnt ihr draufklicken und kommt direkt zum Video und dann könnt ihr das anschauen und ist auf jeden Fall so super verlinkt alles. Und jo. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, wir sehen uns nächste Woche, haut's bis dahin rein und jo, tschaußen!